Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Vlog von uns. Bei uns ist ja so ein bisschen hier der Wurm drin mit dem Vloggen. Ich hatte ja eigentlich jeden Tag ein Video hochgeladen bis zur Geburt und seitdem ja so alle 2-3 Tage mal. Aber jetzt seit 2 Wochen ungefähr ist halt richtig der Wurm drin, dass halt so ein Video die Woche ungefähr hochkommt. Das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Also ich denke ganz oft daran am Tag, ja, jetzt die Kamera anmachen, das kannst du mal erzählen, da kannst du deine Zuschauer mitnehmen und so. Also mir macht es ja total Spaß mit dem Vloggen, mir fehlt das richtig. Wenn man ein Jahr oder wie lange habe ich jetzt Daily Vlogs gemacht oder 1,5 Jahre sogar, dass ich täglich die Kamera mitgenommen habe, euch mitgenommen habe, alles gezeigt habe aus meinem Alltag und jetzt, ja, ich schaff's einfach nicht. Ne? Also die Kamera einzuschalten ist ja nicht mal das Problem, sondern das Schneiden hinterher. Dann habe ich überlegt, weil ich ja auch eine Zeit lang mit dem Handy gevloggt habe, das ist wesentlich einfacher, aber auf meinem Handy ist das Mikrofon halt kaputt oder halt man hört den Ton ganz, ganz schlecht nur. Und dann habe ich immer ganz viele Kommentare bekommen, dass halt der Ton so schlecht ist und so. Ja, und deswegen bin ich halt in der Zwickmühle. Bernd hat ein neues Handy oder ein neueres Handy, da funktioniert das Mikrofon und da ist die Kamera auch echt super. Und das würde ich mir auch sehr gerne holen, aber dadurch, dass jetzt halt so lange der Lockdown ist und wir unseren Laden zu haben, ja, versuche ich das hinauszuzögern, mir ein neues Handy zu holen für ganz viel Geld. Und ja, die Konsequenz ist jetzt halt, dass ich erstmal weniger Videos mache, weil ich es einfach nicht schaffe. Ja, apropos Lockdown. Bernd hat heute den Laden auf, in Anführungsstrichen. Es dürfen keine Kunden reinkommen. Es ist sowas ähnliches wie Click and Collect. Er hat halt so Auflagen bekommen. Und wenn er die erfüllt, dann darf er halt aufmachen. Und deswegen ist er jetzt zu den normalen Öffnungszeiten, also montags bis samstags, nicht hier. Und damit haben wir so gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich zumindest nicht, weil ja der Lockdown noch bis zum 7. März erstmal geht. Habe ich halt gedacht, so lange bleibt er auf jeden Fall noch zu Hause. Und dann ist auch das Wochenbett vorbei. Dann ist die Kleine, weiß ich nicht, 6, 7 Wochen oder so alt. Und ja, dann habe ich mich halt so darauf verlassen, als letzte Woche dann, also wir wussten das schon letzte Woche, deswegen habe ich auch einen Teil nicht gevloggt, weil ich war wirklich traurig, als ich erfahren habe, dass der wieder arbeiten muss. Natürlich ist das finanziell wahrscheinlich sehr viel besser, aber ich war halt auch traurig, weil unsere schöne Kuschelzeit jetzt hier vorbei ist, so dieses Entspannte einfach, ne? Ja. Da war ich echt, ich habe erstmal geweint, als ich die Nachricht bekommen habe, dass er den Laden wieder aufmachen kann, ehrlich gesagt. Ja, weil das, also im Nachhinein, die Geburt ging so schnell und die Schwangerschaft, das war schnell vorbei, in Anführungsstrichen. Und jetzt das Wochenbett, so plötzlich halt, dass es aufgehört hat, ne? Egal, jedenfalls ist er jetzt heute arbeiten. Das ist der erste Tag, wo ich jetzt hier mit den Kindern alleine bin. Calvino macht oben Homeschooling. Oben Homeschooling. Und der bleibt ja auch erstmal noch im Homeschooling. Der ist ja in der 5. Klasse. Und hier in NRW ist es so, dass jetzt, glaube ich, die Grundschulen alle paar Tage im Wechselmodell Unterricht haben. Und die Abschlussklassen, glaube ich, auch. Aber halt, Calvino ist noch zu Hause. Die Maus hat super gut geschlafen. Ich still sie jetzt immer abends, also zurzeit ist es so, das wechselt sich natürlich immer wieder. Ich still sie jetzt abends immer ungefähr zwischen 21 und 22 Uhr das letzte Mal. Und dann schläft sie bis 4, 5 Uhr morgens durch. Und dann, ja, still ich sie nochmal und dann schläft sie halt nochmal ein. Jetzt still ich sie auch. Ich habe mir schon direkt das Tragetuch umgebunden, denn wenn sie mir jetzt hier gleich einschläft, dann kann ich sie einfach da reinpacken und kann hier im Haushalt starten. Den Staubsauger, den habe ich heute Morgen direkt angemacht, als ich aufgestanden bin. Wann bin ich aufgestanden? 6:45, glaube ich. Die Kleine lag noch oben im Bett, die hat noch geschlafen. Bernd ist mit dem Hund rausgegangen und ich habe den Staubsauger direkt angemacht, den Roboter, damit ihr den nicht hört im Vlog. Der ist jetzt schon durchgelaufen, der lädt jetzt wieder und nachher packe ich den nach oben. In der Zeit, wo ich mit dem Smurfy spazieren gehe. Ich muss mich jetzt halt so richtig hier
strukturieren. Strukturiert durch den Alltag mit Baby oder so. Weiß ich auch nicht. Mal gucken, wie ich das alles mache. Und mit YouTube halt auch noch. Ich möchte wirklich mehr vloggen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Sie ist eingeschlafen. Ich wollte jetzt mal eben nach oben gehen. Ich glaube nämlich, ich habe da heute Morgen die Fenster aufgemacht und aufgelassen. Das heißt, die müsste ich mal schließen. Und Bernd hat ja sein Büro abgebaut. Also den Computer abgebaut. Und zur Arbeit genommen. Alles verlassen wieder. Auseinandergerupft. Und hier ist auch das Fenster auf. Das muss ich zumachen. Mache ich mal unser Betty eben. Dass wir hier heute Abend nur so reinhüpfen müssen. Habe ich denn hier wieder für einen Pickel? Super. Denn es ist ja jetzt voll warm. Wir hatten gestern 19 Grad oder so. Also wir waren richtig schön so einen Frühlingsspaziergang machen. Wenn man überlegt, dass wir vor einer Woche noch Skisachen angezogen haben und Calvino rodeln war, weil minus 15 Grad war. Und jetzt ist halt 19 Grad. Ist unfassbar. Aber es ist halt richtig schön warm und deswegen lasse ich das Fenster jetzt ein bisschen auf und Heizung ist auch aus natürlich. Und jetzt geht's hier weiter. Da wartet etwas auf mich. Tada! Ja, nee, ich meinte nur, was du für einen Unterricht gleich hast. Calvino hat gerade Pause und macht sich Nudeln warm. Und ich habe ihm gesagt, wenn er gleich wieder Unterricht hat, dann bin ich wahrscheinlich eben mit dem Smurfy raus. Der hat sich zwar noch nicht gemeldet, aber jetzt schläft die Maus gerade. Und dann kann ich das gut zeitlich einrichten. Weil wenn er sich meldet, wenn ich die gerade stillen muss, ist das doof. Deswegen gehe ich lieber schon mal prophylaktisch mit ihm, glaube ich. Oder was sagst du dazu, Calvino? Besser ist das. Das ist dann doof, ne? Ja. Ich wollte jetzt schon mal ein Brot aufsetzen. Wir haben ja hier den Brotbackautomat. Deine Nudeln sind auch fertig. Hier. Soll ich nochmal warm machen? Der Käse ist noch nicht geschmolzen. Der wird schon. Okay. So, jedenfalls hier ist der Brotbackautomat. So, und dann wollte ich nämlich ein Toastbrot schon mal ansetzen. Das dauert so 4 Stunden ungefähr, bis das fertig ist. Ich habe jetzt gesehen, Toastbrot haben wir noch so viel, deswegen habe ich mich umentschieden und mache so eine Brotbackmischung. Die müssen nämlich langsam mal weg, die sind bis Mai haltbar. Und mache ich erst immer einmal 10 Minuten nur kneten. Wasser ist schon drin. Ich habe da noch ein paar Leinsamen extra dazu geschmissen, weil wir die besonders gerne mögen. Und in der Zeit, wo das hier im Knetprogramm war, habe ich mir einen Salat geschnibbelt. Ich habe nämlich noch ganz viele von meinen Alfalfa-Sprossen übrig. Da habe ich richtig Lust drauf. So ein Restesalat. Kidneybohnen, Mais, Paprika und ansonsten ist da gar nichts drin. Wir müssen nämlich einkaufen gehen. Ich hätte gerne noch Tomate und Gurke da drin gehabt. So, und jetzt machen wir Vollkornprogramm. 1,5 Kilo, da 1,5 und ich hätte es gerne dunkel. So, und dann Start, 3,5 Stunden ist es fertig. Ich bin gespannt. So, Smurfy, komm mal hier. Hier. Ich habe was verloren für dich. Guck mal hier, such. Eine Kidneybohne. Fein, sollen wir jetzt weitergehen? Ja, es ist richtig schön draußen. Komm, wir gehen spazieren. Die Morla schläft auch. Da ist sie. Die ist so süß. Sie macht immer so, die seufzt so süß. Na komm, dann gehen wir jetzt spazieren. Ja, komm. Wir gehen ganz fein.
Handy nehme ich mit. So, ich war erst zweite Mal jetzt mit Smurfy und Livia alleine spazieren. Und ich habe euch schon mal erzählt, dass wir so eine Außentreppe haben. Die ist echt steil und groß, also lang. Und da muss ich aufpassen, dass wir nicht stürzen. Einmal bin ich da schon runtergefallen. Smurfy, was ist los? Als ich noch schwanger war, ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Aber ja, da habe ich immer Respekt vor. Und hat der Bernd auch gesagt, wenn ich unten bin, soll ich ihn anrufen, ob alles gut gegangen ist. Ja, gut, ich mache mich jetzt auf den Weg und ich melde mich nachher wieder bei euch. Das Spazierengehen hat super geklappt. Also, ja, offensichtlich, ich bin hier, ich bin heile. Treppe, kein Unfall passiert und es war richtig schön. Das Wetter ist auch echt herrlich, da macht es doppelt viel Spaß. Wir waren sogar nochmal spazieren gerade. Bernd hatte ja Mittagspause und war hier. Und dann sind wir nochmal zusammen spazieren gegangen. Da hat der Bernd die Livia getragen im Tragetuch. Ich mache jetzt gerade hier die Wäsche. Die ganzen Stoffwindeln sind alle wieder gewaschen. Die habe ich zusammengelegt. Und Bernd ist schon wieder zur Arbeit gefahren. Die Pause ist rum, die Mittagspause. Die hatten wir ja extra eingeführt, die Mittagspause, damit, ja, wenn das Baby da ist, also Livia, damals hatte sie noch keinen Namen, als wir die eingeführt haben, die Mittagspause, ja, dass er halt mich hier ein bisschen unterstützen kann. Im Notfall, dass er einfach hier ist, dann könnte er mit Smurfy gehen, wie auch immer, keine Ahnung, haben wir einfach 2 Stunden Mittagspause eingeführt. So, da habe ich noch ein paar Windeln. Da werde ich immer gefragt, wie ich die wasche. Das sind ja halt diese Mullwindeln, die man in diese Überziehhosen, ich zeige euch die mal, reinlegt. Also die werden gefalten und dann kommt die hier rein in so eine Pullhosen, heißen die, glaube ich, Pull-Überziehhose. So. Und ja, dann geht halt das Urin hier rein und das ist halt so ein bisschen wasserundurchlässig, damit nicht die ganzen Anziehsachen nass werden. Und jedenfalls der Muttermilchstuhl geht ja dann auch hier rein. Und ja, wie das halt gewaschen wird. Und das wird ohne, also ich wasche das nicht aus oder so. Muttermilchstuhl ist wasserlöslich. Man macht einfach eine Vorwäsche und Vollwaschmittel und dann mache ich bei 95 Grad inklusive Trockner und dann werden die wieder sauber. Mache ich, bis später mal. Bis gleich, schöne Grüße. Ja, mache ich, danke. Ciao. Tschüss. Schöne. Ich esse gerade noch den Restsalat von heute Vormittag. Eine Mausi. Hübsches Mausi. Ja. Also, ich werde den Blog jetzt hier beenden, denn dann kann ich den gleich schon mal anfangen zu schneiden und hochzuladen. Ja? Was sagst du dazu, Livia? Wollen wir das so machen? Ja, so machen wir das. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!